Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind extra für euch tief in den Südwesten Deutschlands gefahren, nach Freiburg im Breisgau, nah an der Schweizer Grenze. Und wir besuchen für euch heute Martin Rutenberg, langjähriger SWR-Mitarbeiter, ein Mann mit einer unheimlich beruhigenden, schönen Stimme. Und warum wir bei ihm sind, ist natürlich kein Zufall. Er hat ganz viel zu erzählen. Lieber Martin, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich freue mich, dass ihr den weiten Weg gemacht habt. Ja, exklusiv für dich. Nein, und das haben wir natürlich nicht zufällig gemacht. Lieber Martin, du bist SWR-Sprecher und Moderator seit 25 Jahren, seit 40 Jahren als Sprecher tätig und auch auf Bühnen als Schauspieler. Bevor wir zum Punkt kommen, warum wir gerne mit dir sprechen wollten, würdest du kurz etwas über dich erzählen, wie dein, was hat dich denn zum Rundfunk gebracht? Wie ist deine Vita in kurzen Worten für unsere Zuschauer? Ja, ich habe mich, als meine Tochter unterwegs war, kurzerhand entschieden, nach Heidelberg zu ziehen und ohne zu wissen, wie es beruflich weitergehen würde. Und ich war damals beim Privatfernsehen in München. Ich habe das einfach aufgegeben, weil ich wollte bei meiner Familie sein. Mhm. Und da ich immer schon fasziniert war vom Radio und auch schon früh beim Bayerischen Rundfunk Sachen gemacht hatte, ich dachte, okay, da gucke ich doch jetzt mal, ob ich da unterkommen kann. Und dann habe ich mich bei drei Sendern beworben, konnte dann mich entscheiden, letzten Endes zwischen dem Hessischen Rundfunk und dem damals dem Südwestfunk, und habe mich dann für den Südwestfunk entschieden. Ja, so bin ich zum Radio gekommen. Und da hast du eine Kultursendung für klassische Musik moderiert. Ja, als Sprecher haben wir beim Radio ganz verschiedene Aufgaben. Und es gibt da auch nochmal Unterschiede. Da habe ich viele Jahre gebraucht, um das überhaupt zu verstehen, weil ich immer auch so sehr gerne im künstlerischen Bereich gearbeitet habe. Und da ich aber so richtig als sogenannter, hieß das noch, Stationssprecher da eingestiegen bin im Schichtdienst, ja, waren das in erster Linie so ganz alltägliche Aufgaben. Das ging mit Nachrichtenlesen los und damals hatten wir auch noch für alles Techniker und wir haben dann auch durchs Kulturprogramm geführt, was wir auch heute noch tun, und da gab es natürlich auch Musiksendungen und vieles wurde damals und auch heute noch nur an- und abgesagt, aber es gab eben auch Sendungen, die waren moderiert. Mhm. Und da habe ich dann sehr früh angefangen zu moderieren, zwischen morgens um 5 und um 8. Hat dir das viel Spaß gemacht? Das hat mir viel Spaß gemacht. Es war auch sehr aufregend von Anfang an und ja, auch ein bisschen wie ins kalte Wasser geschmissen werden, mhm, weil ich sowas vorher noch nie gemacht hatte. Was ich hatte, war eine Liebe zur klassischen Musik, mhm, und war da ein bisschen kulturell vorgeprägt. Das hat mir den Einstieg erleichtert. Und gleichzeitig habe ich gedacht, was für eine Verantwortung und wenn ich jetzt was Falsches erzähle. Ja, und du hast ja selber drei Instrumente gelernt. Da ist natürlich die Affinität und die Liebe bei dir zur Musik auch früh geweckt gewesen, schon als Kind. Ja, das stimmt, ja, ja. Und Nachrichtensprecher bist du ja auch, also im Moment nicht, im Moment arbeitest du ja nicht, darauf kommen wir noch. Und Nachrichtensprecher, das, hast du das auch schon seit den 90er Jahren gemacht oder kam das erst später hinzu? Naja, ich gehöre zu den Menschen, die in der ersten Stunde beim Privatfernsehen dabei waren. Mhm. Da war ich noch ein ganz junger Schauspieler, da gab es so die ersten Privatstudios in München im Keller. Mhm. Ganz klein und ja, und da ich irgendwie immer zwischen Tournee oder ich war viel so auf Experimentierbühnen unterwegs, halt auch Geld verdienen musste, war ich da sehr schnell drin. Und dann habe ich da schon Nachrichten gelesen vor der Kamera, mhm, und so ging das los. Das ging dann auch weiter letzten Endes, insofern war ich mit Nachrichten schon vertraut und habe auch früher schon Nachrichten gelesen. Ich habe sogar mal eine Zeit lang Radio Xanadu hieß das in München, das hatte Thomas Gottschalk damals, glaube ich, schon gekauft. Da war ich sogar kurzzeitig mal auch Nachrichtenredakteur. Das war ja alles so frisch, da konnte jeder so quasi sich ausprobieren und plötzlich saß ich da noch vor den Tickern und musste meine Meldungen auswählen und umschreiben und dann gleich auch vors Mikrofon.
ja, auch ins kalte Wasser geschmissen. Ja, mhm. Sicherlich viele Fehler gemacht, aber das waren meine ersten Erfahrungen. War das eine sehr andere Zeit als jetzt? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ja, sicher. Ja, sicher. Die Frage ist, wenn es jetzt um die Medien geht, auf jeden Fall. Mhm. Weil es da so gerade im privaten Bereich sehr viel Ausprobieren gab und jeder wollte ran. Und klar gab es damals auch schon die Stimmen, die sagten, was wird dann aus dem Öffentlich-Rechtlichen, wenn es dann die Privaten gibt und so weiter. Ja. Und da hat sich ja eine Menge entwickelt und eine Menge getan. Das ist ein Kapitel für sich, was da alles passiert ist in der Zwischenzeit. Wir werden auf die aktuellen Entwicklungen in unserer Medienlandschaft ja noch zu sprechen kommen. Und damit geht es jetzt los. Du hast im Januar diesen Jahres die Nachdenkseiten haben es Coming Out genannt. Du hast eine Sprachbotschaft ins Internet gestellt, in der du deine Wut, deinen Zorn zum Ausdruck gebracht hast über die Berichterstattung deines Arbeitgebers, über die jüngsten Corona-Maßnahmen-Protesten hier in Freiburg, aber auch generell in Deutschland. Warum bist du denn da wütend geworden? Ganz konkret, weil ich mich selber nicht gesehen fühlte. So, ich sah mich plötzlich als Nazi oder als Spalter bezeichnet. Und das ist so ungefähr das Letzte, als was ich mich sehe. Also ich war direkt persönlich betroffen. Mhm. Du hast ja auch einen Protest in Freiburg angesehen. Also du warst damit auf der Straße, du warst im direkten Kontakt mit diesen Leuten, die da auf diesen Spaziergängen sind. Und wie war da dein Eindruck? Oder? Ja, ich hatte angefangen, vor Weihnachten schon mich mit dem Thema Montagsspaziergänge auseinanderzusetzen, weil mir das damals ja besonders wichtig erschien. Ich hatte tatsächlich Sorge, wir würden bald nicht mehr demonstrieren können und sah die Montagsspaziergänge so als eine Ausweichmöglichkeit. Hab da meine ersten Erfahrungen gemacht, nicht meine ersten Demonstrationserfahrungen, das nicht. Da gab es schon welche früher mal. Und dann war für mich auch der Bedarf und das Bedürfnis da, ich möchte jetzt hier einfach näher in Kontakt mit den Menschen hier vor Ort. Und dann war ich sehr schnell in Verbindung mit den Menschen, die die Demonstration hier organisieren. Zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Das kam erst, nachdem ich die Botschaft abgeschickt hatte. Ich war zum ersten Mal auf dieser großen Demonstration in Freiburg und habe mir die Menschen sehr genau angeschaut. Und ich muss zugeben, ich war auch nicht frei von dieser Angst, mit Nazis in Verbindung gebracht zu werden. Und obwohl ich diesen Demonstrationen, muss ich wirklich sagen, von vornherein wohlgesonnen war, weil ich einfach schon von Anfang an der Sache kritisch gegenüber stand und gleichzeitig hatte ich so ein bisschen diese Sorge. Und dann war ich da und da war weit und breit niemand zu sehen mit dem entsprechenden Schild. Es waren Menschen, ja, wie wir alle, bürgerlicher Mittelstand, ja. Friedfertige Menschen, sympathische Menschen, mit denen ich in Kontakt kam, mit denen ich reden konnte. Und dann plötzlich zu sehen, wie mich mein eigener Sender als Spalter hinstellt, als Teilnehmer, also die Demonstranten, das sind Spalter. Ja, als ich das gesehen habe, habe ich gemerkt, wie mir das Blut anfängt zu kochen. Mhm. Ja. Und das war dann so der Höhepunkt ja einer Entwicklung, die wir jetzt seit fast 2 Jahren miterleben, unfreiwillig Zeitzeugen sind. Mhm. Und als du, sagen wir mal, im Frühling 2020 beim SWR gearbeitet hast und die Berichterstattung ja ganz hautnah miterlebt hast, wann hat denn bei dir begonnen, ein Zweifel im Herzen zu keimen, dass vielleicht das eine sehr einseitige Berichterstattung über die Wissenschaftlichkeit der Corona-Politik und der Corona-Maßnahmen ist? Eigentlich sofort. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich Anfang des Jahres eine kleine Operation hatte und 6 Wochen krank. Also Anfang 2020? Anfang 2020, das war wirklich in dieser Phase, wo es losging. Mhm. Und ich habe in der Zeit mich auf was völlig anderes konzentriert. Also ich musste zwar liegen, aber ich konnte mein Tiny House planen am Computer und habe 6 Wochen lang nichts anderes im Liegen gemacht. Und nur am Rande die Nachrichten registriert. Weil ich es auch immer genossen habe, wenn ich nicht im Sender war, dass ich mich um nichts kümmern muss. Also ich fand es immer super, mal wochenlang draußen zu sein aus dem allen. Und dann kam ich zurück und ich kam in einen aufgescheuchten Bienenstock.
Und ich weiß noch, wie ich zu Einzelnen hingegangen bin, Kollegen, also Redaktionskollegen, sagen, kannst du mir jetzt bitte mal erklären, was hier eigentlich los ist? Und dann hatten die alle keine Zeit. Ja, und da ich aber jetzt für Nachrichten nicht redaktionell verantwortlich war, habe ich erstmal gelesen. Und gleichzeitig habe ich aber tatsächlich Kollegen angeschrieben per Mail und gesagt, ich, meinem Eindruck nach, hier läuft das nicht rund. Ja, also das war eigentlich ziemlich sofort da. Und hast du auch Kollegen, mit denen du darüber gesprochen hast? Gab es da Kontroversen bei euch im Sender oder wie kann man sich das denn vorstellen? Also, da ich ja als Nachrichtensprecher tatsächlich ganz klassisch die Texte fertig eigentlich bekomme, also ich habe die Möglichkeit, und das tue ich, habe ich immer getan und das war auch immer sehr willkommen, wenn ich gesagt habe, das finde ich sprachlich, wäre besser so. Oder da ist irgendwie ein Fehler reingerutscht oder und so weiter. Also diese Korrekturen in dem Rahmen wurden immer sehr konstruktiv und dankbar aufgenommen. Mit inhaltlichen Fragen hatte ich nichts zu tun. Ich weiß, dass ich irgendwann mal, also ich hatte von Anfang an ein Problem mit diesen Todeszahlen, weil mir klar war, wenn das so wenig eingeordnet ist, dann macht es allenfalls den Menschen Angst, ja, also bei allem Schlimmen, was das für diejenigen bedeutet, die direkt, den Angehörigen, die direkt davon betroffen sind. Aber, und da habe ich dann auch mal eine Kollegin darauf angesprochen, die hat dann tatsächlich auch versucht, was aus dem Hut zu zaubern, aber das war natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und insgesamt, die Kollegen, die ich angesprochen habe, die haben dann irgendwie abgewiegelt, so. Ohne dass ich jetzt ins Detail gehen will, auf die eine oder andere Weise. Es war ein Auslandskorrespondent dabei, den ich schon sehr lange kannte, der sehr weit weg war, der sagte, es ist schwierig für mich, ich kann das von hier aus nicht beurteilen. Oder jemand anders, der sagte, nee, das ist normal, wenn solche großen Krisen sind, dann beruhigt sich das wieder, dann wird das schon wieder ausgewogen, mach dir mal keinen Kopf. Oder andere Kollegen, Martin, wir machen das schon so, ja, mach dir keine Sorgen, wir machen unsere Arbeit. Ja, so, das waren so die Redaktionen. Okay. Musstest du denn, wenn du Nachrichten verlesen hast, auch mal Vokabeln wie Corona-Leugner oder Querdenker vorlesen? Ich habe die dauernd im Kopf gehabt. Ich muss es im Moment, kann ich es nicht mit Sicherheit sagen. Querdenker ist sicherlich immer wieder mal unter dem Stichwort Querdenker-Demonstration, Querdenker-Bewegung. Wobei Querdenken für mich ja zunächst mal überhaupt nicht negativ belastet war und ist eigentlich auch bis heute nicht. Querdenken war für mich eigentlich immer was sehr Gesundes, weil da kommt was Neues dabei raus. Wir brauchen die Querdenker, wenn wir wirklich konstruktive Lösungen für Probleme entwickeln wollen. Ja, das weiß man aus der Teamentwicklung. Ja. Ja. Insofern war das für mich jetzt zunächst mal kein Schimpfwort. Da habe ich eine Weile gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass das zum Schimpfwort geworden war. Ja. Ja, das ist jetzt ein absolut verbranntes Wort und Querdenker, genau wie du ganz richtig sagst. Wirklich geniale Köpfe waren mal Querdenker, also Albert Einstein oder Leonardo da Vinci. Ja, du hattest dich sehr stark gemacht in deinem Sender für einen Kollegen, der bei Multipolar auch diesen wirklich denkwürdigen Artikel verfasst hat, ich kann nicht mehr. Und der daraufhin mit seiner Kündigung konfrontiert wurde. Du hast dich in einem offenen, internen Brief an deinen Sender gewendet. Wie war denn da das Feedback? Also das war zu Beginn der Herbstferien hier, als ich den per E-Mail abgeschickt habe an die Intendanz und die Geschäftsleitung. Und dann kam erstmal eine freundliche Antwort. Ja, das dürfte natürlich nicht sein. Also inhaltlich habe ich einfach gesagt, ich teile die Meinung von meinem Kollegen, dass ich die Berichterstattung einseitig finde und oder nicht ausgewogen, um es mal konstruktiv, also ich habe versucht, das alles sehr konstruktiv zu formulieren. Und ich finde es durchaus beunruhigend, dass unsere Menschenrechte und Grundrechte in einer Weise zur Disposition stehen seit 2 Jahren, als sei dies normal, als sei dies selbstverständlich. Und und dass ich den Eindruck habe und dass ich das auch begründen kann aufgrund meiner Erfahrung im Sender, dass die Unausgewogenheit auch viel damit zu tun hat, dass kritische oder Einzelmeinungen oder Außenseitermeinungen gar nicht zum Tragen kommen, weil es so eine letztlich eine angstbeladene Atmosphäre im Haus gibt. So, ja.
Und das hatte ich formuliert und dann kam eben zurück, ja, das darf natürlich nicht sein, wenn das so ist, wie Sie das wahrnehmen. Also das haben wir jetzt noch nicht so feststellen können, dass die Menschen hier Angst haben, ihre Meinung zu sagen. Und aber im Moment sind alle gerade irgendwie, oder die meisten sind nicht im Haus. Wir haben uns zwar in der Geschäftsleitung schon mit befasst, aber wir müssen erst mal warten, bis alle wieder da sind. Mhm. Und dann bekam ich also etwa 10 Tage später, hat es eine Geschäftsleitungssitzung gegeben, die sich mit dem Brief befasst hat. Und kam eine E-Mail vom Intendanten zurück, wo er sich bedankt hat, freundlich und so weiter. Wo er meine Bitte abgelehnt hatte, die ich in der E-Mail formuliert hatte, man möge diesen Brief doch bitte im Intranet veröffentlichen, mit der Möglichkeit, dass alle Mitarbeiter im SWR diesen intern offenen Brief anonym kommentieren können. Und dazu war die Geschäftsleitung nicht bereit. Sie haben als Alternative vorgeschlagen, dass es eine Veranstaltung SWR im Dialog geben soll zu dem Thema ausgewogene Berichterstattung oder Meinungsvielfalt intern und nach außen. Diese Dialogveranstaltung war zu dem Zeitpunkt ein eingeführtes Format im SWR. Ja, und das war aber jetzt für Ende November angekündigt und dann war erstmal wieder Stille. Dann habe ich gewartet, ob es konkreten Termin gibt und es hat auch wieder eine Woche gedauert oder so. Und dann habe ich den Intendanten um ein persönliches Gespräch gebeten, weil ich nichts mehr gehört hatte. Und da hat er gesagt, er hatte keine Zeit mehr dazu vor Weihnachten. Und dann wurde aber daraufhin der Termin konkret bekannt gegeben, Ende November. Und ich bin von vornherein davon ausgegangen, dass das eine Alibi-Veranstaltung werden würde. Da ich ohnehin arbeitsunfähig war, habe ich daran nicht teilgenommen. Es hat sich hinterher bestätigt, dass es eine Alibi-Veranstaltung war. Das haben wir also, ja, habe ich von verschiedenen Seiten gehört. Mhm. So viel war die Reaktion auf den Brief. Und dann war für mich jetzt offen, wie es weitergehen soll, weil ich nicht sehen konnte, dass ich unter diesen Voraussetzungen zurückgehen kann. Ja. Denn was für mich einfach erschwerend hinzukam, ich hatte mit meinem Kollegen Kontakt aufgenommen und ich kannte seine Darstellung und ich kannte die offizielle Darstellung des SWR, warum es dann letztlich zur fristlosen Kündigung gekommen war. Und da lagen für mich Welten dazwischen. Und bis heute steht für mich, muss ich einfach sagen, der Verdacht im Raum, der ist einfach nicht ausgeräumt, dass man ihn hat ins Messer laufen lassen, um ihn fristlos kündigen zu können, denn er war ja zunächst nur freigestellt. Mhm. Ja. Und auf dieser Grundlage, das kann ich meinem Arbeitgeber nicht mehr trauen, schon allein deswegen. Mhm. Ja. Und mal abgesehen von allem, was da noch so jetzt insgesamt hinten dran hängt. Da war ich in der Warteposition. Mhm. Und dann kam die Erfahrung mit der Demonstration und dann habe ich, ja. Wie war das Echo auf deine öffentliche Sprachnachricht im Internet? Überwältigend. Mhm. Ich hatte mir das vorher. Ich habe nicht über Konsequenzen nachgedacht. Mhm. Ich habe wirklich, wusste nur, ich möchte möglichst konstruktiv bleiben bei allem, was ich sage. Aber ich überlege mir jetzt nicht mehr, was das in welcher Richtung, also gerade was mein Arbeitgeber oder so für Folgen hat. Und es war mir wichtig, Menschen Mut zu machen, das muss ich wirklich sagen. Das hast du auf jeden Fall geschafft. Hat sich denn der SWR bis jetzt ausgeschwiegen dazu? Ja. Das ist ja krass. gut, aber du bist ja auch, du bist ja quasi in die Offensive gegangen. Mhm. Ja, auch mit deinem Interview, was du für die Nachdenkseiten gegeben hast. Da hast du ja auch gesagt, ich guck mal, was kommt. Vielleicht kündigt mir der SWR, vielleicht kündige ich auch. Und möglicherweise fühlen die sich jetzt auch in einer schwierigen Position. Wenn sie jetzt wirklich kündigen, dann war das ja mit Ansage. Also das wird interessant. Mhm. Also dein Echo, das war groß. Hattest du auch auch negatives Feedback bekommen von Kollegen oder von Menschen, die große Angst haben vor Corona? Und nein. Mhm. Nein. Also es gab einzelne Kollegen, die mir direkt geschrieben haben, nicht viele, ja, die es überhaupt mitbekommen haben. Also ich hatte den Brief eigentlich nur in meinem eigenen Team, im Sprecherteam und unserer Teamleitung, von der ich mal ein Teil war, hatte ich das mitgeteilt. Und da kamen einzelne Reaktionen und ich habe das ansonsten nicht gestreut. Deswegen, ja. Und da kamen
jetzt keinerlei wirklich abwertende, destruktive Reaktionen. Hätte ich jetzt aus meinem Team auch nicht erwartet, weil bei uns eine sehr speziell konstruktive, wertschätzende Kultur herrscht, was nicht für den Sender allgemein gilt, würde ich sagen. Okay, ja. Aber ich meinte jetzt wirklich konkret eine Sprachbotschaft, nicht den Brief. Ah, Entschuldigung, ja, auf die Sprachbotschaft selber. Mhm. Ja. Denn die hat ja Wellen geschlagen. Ja. Gut, nee, da habe ich jetzt tatsächlich von Kollegen direkt keine Reaktion. Ist ja krass, das ist erstaunlich. Und aus dem Netz oder sonst wie, also ich hatte einen Twitter-Account wieder aufgemacht, nachdem ich meinen vor 10 Jahren gelöscht hatte, weil ich gemerkt habe, das ist wohl jetzt dran und da gab es irgendwie mal einen Spammer. Den habe ich dann gesperrt, der hat mich irgendwie bombardiert mit irgendwelchen komischen, aber ansonsten keine. Keine. Du hast ja vorhin gesagt, dass du eine angstbehaftete Atmosphäre wahrgenommen hast im Sender und was negiert wurde. Mhm. Wie kommst du denn zu der Annahme, dass Angst herrscht? Also erstmal finde ich, dass Angst generell ein großes Thema ist und dass uns Angst oft gar nicht bewusst ist, dass wir in Angst leben. In unserer Kultur, würde ich mal sagen. Also für mich zeigt sich das einfach auch in einem starken Kontrollbedürfnis. Mhm. Und was das Haus speziell betrifft, das habe ich auch in meinem offenen Brief da erwähnt. Als ich neu beim Sender anfing, in den 90er Jahren, hatte ich bereits Erfahrung als Kommunikationstrainer und wusste um die Bedeutung von wertvollem, konstruktivem, wertschätzenden Feedback, um sich weiterzuentwickeln. Und habe das damals in meinem Team, wollte ich das so quasi regelmäßig einführen, habe das vorgeschlagen. Da muss man sich vielleicht jemanden suchen, der das mit uns macht, aber das fände ich wichtig. Mhm. Neben mir haben Kollegen Schweißausbrüche bekommen, weil sie eine Vorstellung von Feedback hatten, was die meisten Menschen haben, immer noch, glaube ich, oder sehr viele, dass Feedback gleich Kritik ist und zerrissen werden, so ungefähr. Ja, also jemanden runtermachen. Das ist ja das Gegenteil davon, eigentlich in seiner ursprünglichen Bedeutung. Das wissen, ich weiß nicht, bis heute, glaube ich, immer viele Menschen noch nicht, oder ich weiß nicht, bei uns im Sender. Bezweifle ich, dass es die Mehrheit, dass denen das klar ist, was das heißt. Und das waren diese Schweißausbrüche. Das heißt, es gab es nicht. Ne? Und das da habe ich einfach gemerkt, die haben Angst. Und das beides zusammengemischt, ne? Mit Beobachtungen, die ich so im Alltag gemacht habe. Ne? So Kollegen, die eigentlich kreativ unterwegs sind, die Ideen haben, die was verändern wollen. Und ich selber auch. Also ich habe immer wieder Anläufe genommen, im Kleinen Sachen zu verändern. Die irgendwann frustriert waren und aufgegeben haben. Und ich habe auch am Anfang immer wieder von Kollegen, die länger, Martin, ja, du wirst dir deine Hörner noch abschleifen, so ungefähr. Ja. Du wirst hier nichts verändern, vergiss es. Ja. In Bezug auf Corona oder war das schon vorher? Nee, das war schon ganz früh. Okay. Das war von Anfang an. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur ein Angstthema, sondern das ist einfach auch ein Kulturthema. Aber Angst ist da ein wichtiger Bestandteil. Und Angst ist gleichzeitig was Menschliches. Und ich denke, ein Kulturdefizit festzumachen an sowas wie Angst, da lässt sich, glaube ich, noch am ehesten auch eine Bereitschaft finden zu sagen, ja, vielleicht stimmt das ja. Vielleicht sollten wir wirklich mal gucken, weil es ist ja eigentlich menschlich. Und Angst können wir uns nehmen, als jetzt so im Bausch und Bogen zu sagen, es ist alles schlecht und alles, was hier passiert. So, deswegen lege ich auch den Wert auf Angst als etwas Menschliches, das wir angucken können, und wir können auch Angst verlieren, wir können sie loslassen. So. Vielleicht ist auch eine Ursache der Angst ein Konformitätsdruck. Also unsere Zivilgesellschaft funktioniert, weil sich alle an Regeln halten und man einen Umgang pflegt. Da gibt es einen Kodex, einfach einen unausgesprochenen. Mhm. Und nun wird ja Kritikern vor allem in den letzten 2 Jahren vorgeworfen, dass sie sich außerhalb dieses Kodex befinden, und dann muss man
darf man sie auch respektloser behandeln und ausgeschlossen werden aus dieser Konformitätszone, das macht wahrscheinlich auch Angst. Auf jeden Fall. In den letzten 2 Jahren, wie hat sich da dein Weltbild verändert? Du hast jetzt gesagt, dass du vorher schon dir geraten wurde, na, du wirst dir deine Hörner noch abstoßen und du wirst schon ruhiger werden. Also sehe ich ja, dass du schon vorher ein kritischer Geist gewesen bist. Was haben denn die letzten 2 Jahre mit dir, deinem Weltbild und deiner Haltung gemacht? Ja, sagen wir so, am Anfang, also mir war von vornherein klar, also ich habe Corona von vornherein als ein Symptom gesehen für etwas Tieferliegendes. Mhm. Und gleichzeitig habe ich allen Menschen zugestanden, dass am Anfang niemand wirklich wusste, was ist jetzt eigentlich hier los? Ist es wirklich gefährlich? Steigern wir uns noch ein? Wie gefährlich ist es? Und so weiter und so weiter. Und wie schützen wir uns? Was machen wir da? Also das habe ich am Anfang allen erstmal zugestanden. Aber dann nur relativ kurze Zeit. Und dann irgendwann sind dann relativ bald Zweifel gekommen. Und auch im Zusammenhang mit Wissenschaftlichkeit. Weil mir einfach, so bin ich erzogen, weil ich einen Naturwissenschaftler als Vater habe. Physiker und Mathematiker. Und mit einer Vorliebe für Philosophie. Und ich schon als Jugendlicher, immer wenn ich irgendwie los vorgeprescht bin, er mich sofort wieder auf den Teppich geholt hat. Und gesagt, das ist aber jetzt eine unzulässige Verallgemeinerung, das kannst du so nicht sagen, ja, das ist nicht plausibel und an diese Schule. Geschichten, ja. Mir gleichzeitig aber eben klar wurde, wie wichtig der Diskurs ist, weil das war auch was meinem Vater immer sehr wichtig war. Und da ist mir sehr schnell aufgefallen, Moment mal, ich kriege gerade von einem Diskurs eigentlich nichts mehr mit, das ist alles schon so fertig, die wissen alle schon so genau, wie es geht. Das kam ja dann sehr schnell, zwar gerade im wissenschaftlichen Bereich, dass die Politiker das nicht immer wissen, habe ich ihnen auch noch eine Weile zugestanden. Dann habe ich irgendwann vermisst, dass ich den Eindruck hatte, haben die Beraterstäbe umfassend aus allen Fachgebieten. Und ja, mein Weltbild hat sich Stück für Stück habe ich, ja, das war dann teilweise erschreckend für mich dann zu entdecken, dass da Sachen offensichtlich auch System haben. Also kam ich dann mehr und mehr dahinter. Was meinst du? Ja, dass Meinungen nicht gewünscht sind. Ja? Das muss System haben. Das kann jetzt nicht irgendwie, dass das so durchgezogen wird. Landesweit, aber nicht nur landesweit, sondern dann irgendwann fällt einem das ja auch auf, dass das international ist. Und dann habe ich angefangen, mir Fragen zu stellen. Und irgendwann tun sich halt größere Zusammenhänge auf. Und da bin ich dann teilweise auch erschrocken, weil ich nicht gedacht hätte, dass das so weit inzwischen gehen würde, die Einflussnahme. Mir war da immer bekannt, dass es Einflussnahme gibt. Aber dass das so weitreichend sein könnte. Möchtest du darauf näher eingehen, auf die weitreichende Einflussnahme? Ja, also ich war immer schon skeptisch, was so, sage ich mal, die Ost-West-Verhältnisse betraf. Also diesen USA, Russland, diese Dualität, diese Polarität. Und dass es da starke Interessen gibt, sich voneinander abzugrenzen und dass das weit reicht in das System hinein. Was die Beeinflussung betrifft. Und dass da auch im Rahmen der amerikanischen Militärdoktrin, die ja schon etwas älter ist, dass es da starke Kräfte gibt. Also Thema Irakkrieg, da war mir das auch schon wieder aufgefallen.
Ich habe damals tatsächlich auch eine Demonstration organisiert, als die Amerikaner dem Irak den Krieg erklärt hatten, weil ich von vornherein an der Darstellung gezweifelt habe. Es hat sich ja hinterher herausgestellt, dass es die Giftwaffen nicht gab. Und Herr Rumsfeld war mir immer schon suspekt. Ja, und das hat sich irgendwann mal wieder zusammengesetzt. Und ja, ich muss zur Ehrenrettung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sagen, dass ich auch noch vor relativ kurzer Zeit, ich kann gar nicht sagen, ob das während Corona noch war oder kurz davor, dass bei uns ein Feature lief zum Thema, was war denn eigentlich damals bei der Wiedervereinigung, was lief da genau zwischen den USA und Russland und in Deutschland und so weiter bei den Verhandlungen. Und das wurde sehr detailliert aufgedröselt. Und ich habe mich damals nochmal den Schluss gezogen, gesagt, das hört sich für mich schon eher so an, als seien die Russen damals über den Tisch gezogen worden. Und irgendwann habe ich gemerkt, dieses Thema kann ich von Corona gar nicht mehr trennen. So, ja. Und da haben sich für mich Abgründe aufgetan. Und inzwischen finde ich das sogar sehr beunruhigend, dass ich den Eindruck habe, aus der Ecke kommt eine Form von Beeinflussung, die ist sehr viel weitreichender als, also das hatte ich mir in dieser Dimension auch nicht klar gemacht. Mhm. Und das scheint mir sehr vielen Leuten, die scheinen auch nicht mal zu ahnen, was da abläuft. Ja. Weiß nicht, ob ich deine Frage zufriedenstellend beantworten konnte. Viele Menschen haben heutzutage Angst, mehr als jemals zuvor, vor einem globalen System, das sie in ihren Bürgerrechten, in ihren freiheitlichen, in ihren demokratischen Rechten beschränkt. Man hat Angst vor Digitalisierung, vor einem Überwachungsstaat, auch vor gesundheitlicher Anmaßungen in Form von, wir möchten jetzt Impfzwang oder Impfpflicht durchsetzen. Und das sind auch die Menschen, die jetzt sich auf die Straßen ergießen. Du hast ja nun persönlichen Kontakt gehabt, als du bei deiner ersten Corona-Demo, bei diesem Spaziergang dabei gewesen bist. Im Gespräch und bei dir selbst, was sind denn die größten Ängste? Was kann diese Politik noch anrichten, wenn wir nicht das Ruder rumreißen können? Du meinst jetzt bei den Menschen um mich herum, was ich da wahrnehme, was die größten... Was ist bei dir die Angst? Was ist bei denen, mit denen du im Gespräch gewesen bist? Also ich habe meine ganz persönliche Geschichte mit der Zwangsimpfung. Mhm. Das ist für mich ein ganz heikles Thema. Und bei den Menschen, die ich so mitbekomme, das gilt für ganz viele, habe ich den Eindruck. Ja, also ich glaube, das Spektrum ist sehr weit und kontrolliert zu werden, keine Freiheit mehr zu haben, Meinungen nicht mehr äußern zu können, auch gesundheitlich geschädigt zu werden. Ja, gegängelt zu werden, vorgeschrieben zu bekommen, was ich für meine Gesundheit zu tun habe. Mhm. Ja, und auch einfach nicht mehr das Gefühl zu haben, in der Demokratie zu leben. Also es geht um die Demokratie. Es geht nicht mehr nur um die Corona-Maßnahmen. Also das habe ich den Eindruck, das ist bei mir der Fall und das habe ich den Eindruck, das ist bei sehr, sehr vielen der Fall. Ja, so meine grobe Einschätzung. Ist das nicht, also ironisch ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist doch sehr paradox, dass die Menschen, die jetzt zum Schutz der Demokratie demonstrieren gehen, als Demokratiefeinde verunglimpft werden, oder? Ja, das ist, also was mir halt auffällt seit der Corona-Krise ist, dass die gängigen Kategorien, oder dass immer mehr Strukturen zusammenbrechen, Kategorien nicht mehr stimmen. Mhm. Teilweise eben paradox sind, ja. Krieg ist Frieden. Krieg ist Frieden, Freiheit, genau. Freiheit ist Sklaverei. Ja, also das ist auch das Verunsichernde, ja. Wie eben... Ja, alle Menschen denken, das sind nur Nazis, die da demonstrieren, wenn ich es mal zugespitzt ausdrücke, deswegen gehe ich da nicht hin. Mhm. Überzeugt kann sich aber auch niemand davon überzeugen, dass es keine Nazis sind. Ja, und
Genau, das hält man eben selber hin. Ja, also ja. Sich selber anzuschauen, es zu überprüfen, also die Kategorien zu hinterfragen. Und ja, und es hat natürlich auch mit dem Grundverständnis, es hat mit einem Menschenbild zu tun. Zu unterscheiden zwischen welchen, die besser Bescheid wissen und solchen, die weniger gut Bescheid wissen. Und denen man sagen muss, was sie zu tun haben. Anstatt davon auszugehen, dass im Grunde genommen wir alle gleichwertige Menschen sind und dass wir dass jeder etwas einzubringen hat und beizusteuern hat und dass wir das ans Licht holen können, indem wir miteinander Gespräche führen, indem wir uns austauschen und herausfinden, was ist denn das, was du zu sagen hast, weil jeder hat was beizusteuern. Das ist, ich halte das für ein überholtes Menschenbild zu sagen, es gibt Menschen, die müssen wir aussondern. Also das... Das gab es schon mal. Ja. Ja. Und das erkenne ich halt schon wieder, auch wenn es so... Ja, das erkenne ich einfach wieder. Und das passt aber nicht. Wir werden so die Probleme nicht lösen. Was ist denn deine Konsequenz? Also... Wenn nun Menschen wieder selektiert werden, weil sie nicht geimpft sind und am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen können, bald kommt möglicherweise eine Impfpflicht, bei der dann noch Bußgelder verhangen werden oder wenn man die nicht zahlen kann, ich weiß nicht, was dann die nächste Eskalationsstufe sein wird, ob man dann auch an freiheitsberaubende Maßnahmen denkt. Wie würde es denn dann bei dir weitergehen? Hast du auch an ein Exil gedacht, außerhalb von Deutschland, wenn du wirklich so bedrängt werden würdest mit einer Impfpflicht? Du hast gesagt, du hast ein Tiny House konstruiert. Ja, wobei ich das gar nicht konstruiert habe, weil ich damit groß auf Reisen gehen will, weil ich mich eher als einen ortsbezogenen Menschen wahrnehme. Also... Ich halte inzwischen alles für möglich. Ich schließe auch für mein Leben nichts mehr aus. Und ich habe auch den Eindruck, seit Corona geht es immer weniger darum, was zu planen, sondern vielmehr darum, flexibel zu sein. Insofern will ich das nicht ausschließen. Ich persönlich bin fest davon überzeugt, dass wir als Menschen einfach geistige Wesen sind und eine große geistige Kraft haben und dadurch sogar unseren Körper in einem hohen Maße, wie soll ich sagen, positiv beeinflussen können. Dass ich jetzt die Situation nicht ausschließen würde, im Extremfall, mich im Extrem, das ist das äußerste Extrem, mich sogar impfen zu lassen. Da würde ich viele Sachen gegeneinander abwägen. Das hat auch damit zu tun, dass ich einfach noch ein 11-jähriges Kind habe. Also wenn man dir zum Beispiel den Umgang verweigern würde. Ja, ne? Also solche Sachen. Ne? Also ich kann da keine Generalaussage machen, aber im Moment ist es so, ich bin bereit, sehr, 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 sehr weit dafür zu gehen, das nicht zu tun. Ja. Aber das Wohl meiner erwachsenen Kinder können für sich selber sorgen. Aber ein 11-jähriges Kind zu haben, ja, wenn jetzt viele sagen, lass dich doch impfen, das ist der beste Schutz für dein Kind, dann habe ich aber leider andere Informationen. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen, ne? Muss ich ganz klar sagen. Und was wäre, wenn man die Kinder impfen würde, wollte? Ja, das ist für mich auch, es geht um jeden Preis zu verhindern. Ja. Da gibt es für mich keinerlei Grundlage dafür, dass... Nun, also Flucht ist natürlich die Ultima Ratio, also das wäre ja aufgeben. Ne? Also dein Ziel, unser Ziel ist ja, dass es nicht so weit kommt, dass irgendjemand aufgeben muss, fliehen muss. Nun bist du aber auch ein Mensch, der geistig, also kognitiv wie auch im Herzen geistig gereift ist. Und du stehst nicht mehr so weit vor dem Rentenalter. Du bist im 65. Lebensjahr 64 Jahre alt. Und wenn nun aber Kollegen aus den Medien oder auch aus dem öffentlichen Dienst, Lehrer oder Anwälte
Wenn die nun bewogen werden, bitte impft euch, sonst können wir euch leider nicht weiter beschäftigen. Das sind aber dann Menschen, die haben noch die Hypothek und diesen Kredit und noch Kinder, die schulpflichtig sind und so weiter. Wie sollen die so ein Standing bekommen? Was kann man diesen Menschen raten? Was wäre deine Lösung? Oder gibt es überhaupt eine Lösung dafür? Oder ist es ein Dilemma? Also, was ich jetzt aus der Erfahrung raus, die ich jetzt mache, sagen kann, ist, dass sich mein Leben so rasant, so schnell verändert, seitdem ich diesen Schritt schon mit dem offenen Brief gemacht habe. Mhm. Ich lerne pausenlos neue, interessante Menschen kennen. Ich habe, nachdem ich diese Sprachbotschaft rausgeschickt habe, sofort ein Angebot gekriegt quasi. Interessantes, was beruflich zumindest. Aha. Also ich hätte das, im Moment ist für mich einfach dieses Thema, sagen wir ruhig, friedlicher Widerstand ganz zentral, weil das ist für mich einfach am wichtigsten, aber ich glaube, ich könnte jetzt freiberuflich durchstarten sofort, wenn ich mich da drauf konzentrieren würde. Von daher, ja, fühlt sich das für mich eigentlich eher wie eine Befreiung an, auch eine berufliche. Und ich, okay. Ich muss so sagen, das habe ich zu Jimmy Gerum, habe ich das vorgestern am Telefon gesagt, ich arbeite endlich so, wie ich immer arbeiten wollte. Mhm. Ich denke nicht über das Geld nach, ich tue das, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt gerade dran, da möchte ich kreativ sein, mit dem möchte ich in Kontakt gehen, das möchte ich gerne nach vorne bringen und das macht Spaß. Mhm. Und ich treffe auch immer wieder Menschen, die das Gleiche sagen. Ja, ich auch. Ja. Ich war noch nie so glücklich wie jetzt, kann ich von mir jetzt auch sagen. Mhm. Ja. Also, was das betrifft, muss sich eigentlich keiner fürchten. Mhm. So, mhm. Ja. Mhm. Und das ist auch so eine Bestätigung, dass der Schritt richtig war. Und ich treffe immer wieder nur Leute, die es ähnlich erleben. Und insofern kann ich nur denen sagen, Leute, wagt den Schritt, traut es euch zu. Ihr habt mehr Potenzial, als ihr denkt. So. Ja. Ja. Und diejenigen, die es betrifft, die in so einem Berufsverhältnis stehen, wo sie unter Druck gesetzt werden, wenn die sich verbinden, alle Krankenschwestern einer Klinik, alle Lehrer einer Schule, die eben uneinverstanden sind, zusammen ist man eben stark. Und wie du schon sagst, friedlicher Widerstand, dann geht an eure Gewerkschaften, dann remonstriert oder geht protestieren auf den Straßen. Man muss ja nicht gleich kündigen, es gibt ja viele Formen des Widerstandes, aber eben friedlich. Ja. Ja? Warum ist dir das friedlich so wichtig? Ich habe auch schon viel gelesen, da wurde gesagt, wir haben jetzt viel demonstriert, das geht jetzt seit 2 Jahren, die Politik kümmert sich kein Deut darauf, dass wir friedlich demonstrieren, wir müssen jetzt langsam andere Maßnahmen aufziehen. So, das liest man manchmal. Was ist denn da deine Meinung zu? Das ist eine absolute Sackgasse. Mhm. Das wird nicht funktionieren. Also das sage ich jetzt einfach aus meiner Erfahrung, weil ich ja auch als Therapeut arbeite und mich viel mit den Themen von Missbrauch und struktureller Gewalt und was weiß ich immer wieder beschäftigt habe. Und das wissen wir einfach, dass wenn ein Mensch Gewalt erlebt, dann ist das ein Trauma und dann gibt es eine Art Automatismus, das zu reproduzieren. Ja. Und das reichen wir über Generationen und Generationen weiter. Wir werden Gewalt so nicht aus der Welt schaffen. Aber ich bin fest davon überzeugt, wir können Gewalt. Wir können uns von Gewalt verabschieden, wir können sie loslassen, wenn wir wirklich eine genügend große Anzahl von Menschen diesen Weg bereit ist zu gehen. Der ist nicht leicht. Das heißt auch nicht, dass es nicht irgendwann, dass es wehtun kann unter Umständen. Mhm. Aber es geht hier darum, eine Art Teufelskreis zu durchbrechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und das wissen wir aus der systemischen Familientherapie und anderen Ansätzen schon relativ lange. Und sowas gilt es jetzt auch auf kollektiver Ebene umzusetzen. Auf der öffentlichen Ebene, durch die Medien, durch die Politik, erleben wir ja eine Spaltung, wie sie das Vereinigte Deutschland noch nie erlebt hat. Und auf der anderen Seite erleben wir diese Demonstrationen, wie du das selber mitbekommen hast, mit unglaublich friedlichen, kommunikativen, liebevollen Leuten. Und da wird genau das Gegenteil gelebt. Und mittlerweile gesellen sich immer mehr auch bereits geimpfte Menschen dazu und sagen, ey Leute, sorry, ihr habt recht gehabt und ich mache jetzt auch nicht mehr mit. Und dann sieht man eigentlich, dass jeder mit offenen Armen empfangen wird nach der Devise, ey toll, dass du das machst. Also vielen Dank, dass du so viel Courage besitzt und
da existiert Spaltung überhaupt nicht. Also das ist doch eigentlich, das ist doch den Menschen viel mehr immanent, dieses Gemeinschaftliche. Das, dieses Spaltende macht uns doch vollkommen krank. Natürlich. Hast du Hoffnung, dass das, also diese große positive Kraft auch so ein Sog entfalten kann? Im Moment wächst es ja. Ich erlebe das als Sog, absolut. Mhm. Mhm. Ja. Okay, das ist schön. Corona, wie gesagt, hatten wir ja gesagt, ist nur vielleicht die Spitze des Eisberges. Es schwelen noch andere Konflikte in der Welt. Einer ganz heiß, der schwelt vielleicht nicht nur, der brennt wahrscheinlich bald, ist der Konflikt zwischen der NATO und Russland. Siehst du in dieser jungen Demokratiebewegung, die jetzt gerade sich auf die deutschen Straßen ergießt, auch eine Chance, den Frieden auszustrahlen in diese Richtung? Auf jeden also, Fall. Ich habe das in Sachsen erlebt mit Leuten, die dann schon die Friedenstaube hier am Kuvert mit dabei tragen. Also, oder Frieden und Freiheit auf den Corona-Demos sagen. Ja, also ich bin ja inzwischen an einem Punkt, wo ich mich mehr und mehr als noch vor 2 Jahren in Russland reinversetze. Und ich bin sicher, dass das dort wahrgenommen wird, dass hier Menschen unterwegs sind, die erkannt haben, dass es hier um ein wirkliches Gleichgewicht geht und um wirklichen Frieden. Und da trägt das sicher nicht dazu bei, sag ich mal, die Lage zu entspannen. Schon allein, dass hier so viele Menschen jetzt unterwegs sind, die realisiert haben, dass es da Zusammenhänge gibt. Ja. Findest du, dass der GEZ-Beitrag, oder man sagt ja nicht mehr GEZ, also man sagt ja Rundfunkbeitrag, findest du, dass das noch gerechtfertigt ist, den zu entrichten? Nein. Was wäre dein Gegenvorschlag? Ja, ich habe ja, inzwischen einen Kanal auf Telegram mit über 1000 Menschen, die mich da verfolgen. Im positiven Sinne, oder die mir folgen, das ist, glaube ich, besser ausgedrückt, und habe mich da stark gemacht für diese Initiative Leuchtturm ARD. Und dahinter steckt zunächst mal deutlich zu machen, indem wir die Gebührenbeiträge nicht mehr bezahlen vorläufig, wie viele Menschen eigentlich nicht damit einverstanden sind. Und dahinter steckt das Bild eines wirklich unabhängigen, staatsfernen Medien, die das ganze Meinungsspektrum repräsentieren, dass das am Ende stehen soll. Das ist so das positive Bild. Also es geht nicht darum, einfach nur was kaputt zu machen und zu zerstören, sondern diese Initiative hat auch bereits Konzepte in der Hinterhand, wie wir das angehen können, um daraus das zu machen, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland idealerweise sein sollte, so wie er gedacht war, aber was er im Moment nicht ist. Und deswegen mache ich mich richtiggehend dafür stark. Ich sage ja, dafür bin ich, ich habe meine letzten Beiträge widerrufen, bin jetzt zum ersten Mal erinnert worden, aber ich werde jetzt weitergehen und... Dafür kann man in Deutschland ins Gefängnis kommen. Ja, ich weiß, dass das jemandem passiert ist, aber so schnell geht das nicht. Das ist für mich einfach ein Teil von zivilem Ungehorsam. Und je mehr wir sind, desto schwieriger wird es werden. Und da müssen wir einfach auch Schritt für Schritt gehen und gucken, ja. Das erste halbe Jahr ist das für jeden garantiert völlig harmlos, weil die einzelnen Schritte sind auf dieser Seite wunderbar aufgeführt. Die erste Mahnung kann man noch ignorieren und dann bei der zweiten muss man dann, glaube ich, irgendwas machen. Da habe ich mich jetzt noch selber gar nicht drum gekümmert. Aber die Konzepte liegen klar da, wie wir uns da verhalten können. Und da muss niemand darum fürchten, dass er vor dem Herbst mehr als irgendwie ein paar Euro bezahlen muss. Ja. Okay, also ich persönlich habe das auch versucht, mich dagegen zu wehren. Schlussendlich bin ich eingeknickt, nachdem man mein Konto gesperrt hat. Also irgendwann, also man ist ja dann gelähmt finanziell. Ja, also schwieriges Thema dagegen, sich wirklich erfolgreich zur Wehr zu setzen.
Aber ich finde es ganz, ganz stark, dass du dich dafür engagierst und einsetzt. Und im Leuchtturm ARD, und das ist der Jimmy Gehrum, von dem du auch vorhin gesprochen hast. Da bin ich sehr gespannt, was ihr da noch erstreiten könnt. Also ich mache mich da gerne auch mit stark. Ich würde von dir gerne noch wissen, Martin, ob es auch positive Aspekte der letzten 2 Jahre bei dir gegeben hat. Also von vielen Menschen hören wir erschütternde Geschichten. Existenzen wurden vernichtet, große Depressionen sind eingetreten. Es hat sich also wirklich ein richtig großes Trauma bei vielen Menschen entwickelt. Aber ich erlebe auch Gegenteiliges. Wie ist das bei dir gewesen? Es ist ja eine große Zeit der Enttäuschung, aber auch des Anfangs. Wie ist da bei dir die Entwicklung, die Gewichtung? Also ich kann ganz klar sagen, dass ich in der ganzen Zeit eigentlich mehr Menschen dazu gewonnen habe, als was ich oft so höre, ich habe Menschen verloren. Ja. Es gibt jetzt bei mir durchaus auch Kontakte, wo es nicht ganz einfach ist. Aber ich habe so viel mehr Freunde dazu gewonnen in dieser Zeit, möchte ich sagen. Menschen, die mir nahe sind, die mir wichtig geworden sind. Deswegen ist es eigentlich unterm Strich eine sehr bereichernde Erfahrung, muss ich sagen. Das ist wirklich interessant. Also, das ist ja, also man hat ja versucht, die Menschen zu isolieren in den Lockdowns und jetzt auch durch die Abstandsregeln und das Maskieren und so weiter. Und dennoch treffen wir immer wieder auf Menschen, die Maßnahmenkritiker, die sagen, oh, ich habe so viele tolle neue Menschen kennengelernt und wir bauen jetzt so im Kleinen, in privaten Strukturen, auf dem Gärtnern jetzt zusammen oder wir treffen uns wöchentlich einmal und wir machen unser eigenes Kulturprogramm und so weiter. Also viele Türen wurden zugeschlagen und noch mehr öffnen sich. Also ich empfinde das auch gerade als eine unglaublich inspirierende, beglückende Zeit. Also so paradox, dass das erstmal anmutet. Und ja, das freut mich von Herzen, von dir zu hören, dass es dir auch so geht. Und ich nehme an, du hast ja auch gesagt, ne, du bist auch Coach und du bist auch Therapeut. Ich hoffe, dass du diese positive Kraft auch deinen Klienten weitergeben kannst. Ja, also deswegen habe ich das schon immer gemacht, ja. Weil ich das Gefühl hatte, ich kann da was weitergeben. Ja. So, das war schon immer mein Motiv und jetzt ist es eigentlich noch stärker geworden. Ja. Martin, wir sind ja quasi Kollegen. Du bist in den etablierten öffentlich-rechtlichen Medien zu Hause. Ich bin in den neuen sogenannten alternativen Medien zu Hause. Ich finde es toll, dass wir quasi aus diesen beiden unterschiedlichen Welten so freundschaftlich miteinander sprechen. Und ich würde dir gerne zum Abschluss unseres Gespräches das Wort erteilen. Möchtest du gerne unseren Zuschauern etwas mit auf den Weg geben? Ja, ich möchte eigentlich was sagen zu dem, nennen wir es die neue Welt oder nennen wir es die Parallelwelt, an der wir bauen. Die bessere Welt. Die bessere Welt, an die wir glauben, in der wir eigentlich aber schon angekommen sind, im Grunde genommen. Die wird umso stärker, umso kraftvoller, je mehr wir uns verbinden und nicht uns gegenseitig, sei es nur unbewusst, bekämpfen. Das beobachte ich schon auch immer wieder, dass es so Scharmützel gibt. Das habe ich so im Chat meines eigenen Kanals wahrgenommen. Da wird dann unterschieden zwischen den Erwachten und denen, die noch schlafen oder gerade erst aufgewacht sind. Abwertend. Das ist abwertend und da sind dann auch schon wieder, gibt es schon wieder 2 Kategorien von Menschen. Das heißt, da passiert dann schon wieder das Gleiche, was wir anderen uns gegenüber vorwerfen, so dass sie uns als Menschen behandeln, die anscheinend noch nicht auf dem höchsten Stand ihrer Entwicklung sind oder so. Dann nehmen wir uns ganz viel Kraft, wenn wir das tun. Sondern es geht wirklich darum, jeden als vollwertigen Menschen zu sehen und ihn dabei zu unterstützen, sein ganzes Potenzial zu entfalten. Da liegt unsere Stärke. Und das wird auch, glaube ich, die Wirkung nach außen noch stärker machen.
Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir innen immer stärker werden. Und das werden wir nicht, indem wir nach innen versuchen, Gewalt auszuüben. Nichts anderes ist das, wenn ich einen anderen Menschen als in irgendeiner Weise weniger entwickelt, er weiß noch nicht so viel, er muss ja erst noch dahinter kommen, was eigentlich wirklich los ist oder so. Das ist eben, wie du sagst, ein bisschen abwertend und das schwächt. Also das schwächt den anderen erstmal und damit schwächt es aber uns alle. Wir stärken uns nur, indem wir uns gegenseitig kräftigen und nicht, indem wir uns gegenseitig schwächen. Das passiert häufig, glaube ich, unbewusst, aber da geht es darum, hier wirklich noch bewusster zu werden. Das wäre sowas, was mir ganz wichtig wäre, das zu sagen. Ja. Der Schweizer Friedensforscher und Historiker Dr. Daniele Ganser hat ja den Begriff Menschheitsfamilie wirklich etabliert. Und überall hängen jetzt im deutschsprachigen Raum große Plakate, wo drauf steht, Geimpfte und Ungeimpfte gehören beide zur Menschheitsfamilie. Daran brauchen wir uns eigentlich nur erinnern und dann ist alles andere eigentlich klar. Ja. Im Grunde ist es einfach. Und ich möchte dir danken für deinen Mut, deine Courage, dein gutes Beispiel, was du anderen Menschen gegeben hast. Und ich hoffe, du hast wie ich ein gutes Gefühl, dass wir auf einem guten Weg sind und zwar auch auf einem erfolgreichen Weg. Ja. Lieber Martin, ich wünsche dir persönlich alles Gute, auch in deinem Streiten für Freiheit, Frieden, Wahrheit. Und ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder, wenn die Welt eine bessere geworden ist. Julia, vielen Dank für die Gelegenheit, die du mir hier gegeben hast, solche Sachen zu sagen. Das hat mir viel Freude gemacht. Sehr gerne und ich bedanke mich. Und euch, liebe Zuschauer, euch danke ich natürlich wieder, dass ihr uns hierher gefolgt seid, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Ich hoffe, euch hat dieses Gespräch genauso gut getan wie mir, hat euch Hoffnung gemacht. Teilt es gerne mit euren Freunden, die auch Hoffnung bedürfen. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder zuschaut. Macht's gut, eure Julia.